Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Caroline und deine Seelenflüsterin. Ein herzliches Willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zur Monatslegung, Monat Februar, für das Seelenkollektiv der Widder. Das bedeutet, wenn du den Widder im Sonnen- oder Mondzeichen der Venus oder dem Aszendenten trägst, darfst du deiner Seele vertrauen, dass du hier genau richtig bist. Schön, dass du dir die Zeit für dich nimmst. Und ich starte auch jetzt direkt rein. Im Anschluss an dieses Video kannst du dir unten unter diesem Video, wenn du auf mehr klickst in der Infobox, deine Erweiterung dazu buchen über EloPage und bekommst dann nochmal ein Video, was du dir runterladen kannst, wo ich nochmal explizit in die Themen Liebe, Finanzen und Beruf schaue, was dich da wirklich im Februar erwartet. Und dies ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann sein, dass du mit allen Energien, mit allen Botschaften in Resonanz gehst, vielleicht auch nur mit einem Teil. Schau einfach für dich, was stimmig ist. Und dann geht's jetzt los für das Seelenkollektiv der Widder auf meinem Kanal. Wenn der Monat Februar eine Energie hätte, eine wichtige Information, um was es geht, da ist sie auch schon. Wunderbar. Rhythmus. Alles im Leben unterliegt einem Rhythmus. Kommen und gehen. Nichts ist für die Ewigkeit. Mach es wie die Schildkröte. Die Schildkröte schwimmt nicht gegen die Wellen, sondern sie schwimmt mit ihnen. Pass dich deinen Wellen an. Surrender. Das bedeutet, du darfst den Februar als Grundenergie auf jeden Fall dafür nutzen, um in deinen Flow zu kommen. Das bedeutet nicht, dass du dich anpassen musst, was dein Umfeld angeht und immer zum Mitläufer wirst, aber du darfst lernen, deine eigenen Wellen kennenzulernen und mit deinen eigenen Wellen zu schwimmen und nicht gegen deine Impulse anzugehen, sondern hinhören und in deinen Fluss kommen. So, die Karte lege ich hier oben hin und dann schauen wir mal rein in die Grundenergie für das Seelenkollektiv der Widder. Worum geht's im Februar? Dann hätte ich gerne die Herausforderung. Das ist die Herausforderung. Worauf darf sich das Seelenkollektiv der Widder fokussieren? Was sollte der Fokus sein? Wovon sollte der Fokus lieber abgewandt werden? Hui! Die sprang aber ordentlich raus. Dann das große Ziel. Wofür dient der Februar? Was ist das Ziel dahinter? In welche Richtung geht es hier? Und dann hätte ich gerne einen Tipp zur Zielerreichung. Okay. Unterliegende Energie. 9 der Schwerter. Das heißt, hier ist tatsächlich, zeigt sich eine Energie von Stress, Sorgen und Ängsten, Verzweiflung, vielleicht auch schlaflosen Nächten. Viel in deinem Kopf, viel Gedanken im Kino und wirklich Chaos im Kopf, was dir Kopfzerbrechen bereitet. Dann schauen wir mal rein, was die Grundenergie ist. Wir haben die 8 Kelche. Das heißt, du darfst hier wirklich lernen, dich emotional von etwas zu distanzieren. Die 8 Kelche laden dich ein, etwas hinter dir zu lassen und deine Herausforderung, in diese Distanz zu gehen und dich auch wirklich von Menschen zu distanzieren, vor allem den Menschen, die im Ego sind und vielleicht ist dein Ego ebenfalls noch sehr laut und darf in Heilung gehen. Da darfst du jetzt wirklich tiefer reinschauen. Und da bist du wahrscheinlich auch schon auf dem Weg, dass du bereit bist, etwas zu verlassen. Und vielleicht macht dir das auch wirklich dieses Kopfzerbrechen, weil hier noch so ein Disput ist. Und deswegen ist es so wichtig, in deinen eigenen Rhythmus zu kommen, in deinen eigenen Flow zu kommen, deine Energie wahrzunehmen und wirklich fokussiert bei dir zu bleiben. Und deine Herausforderung finde ich tatsächlich sehr spannend. Ich gehe gleich auch mit den Denormalen die Karten in die Klärung. Wir haben hier den Teufel und wir haben die 2 Stäbe. Der Teufel ist eine große Arkane-Karte, das bedeutet wichtiges Thema, großes Thema. Der Teufel zeigt hier, die Herausforderung ist es, dich von Abhängigkeiten zu lösen.
von Süchten, zu befreien von Erniedrigungen, von Kleinhalten, dass du deine eigenen Ketten sprengst, die dich irgendwo immer noch feststecken lassen. Denn du möchtest hier eine Entscheidung treffen. Ja, das heißt, die zwei Stäbe zeigen mir eigentlich an, es ist genau diese Herausforderung, dich zu entscheiden, entweder in den Abhängigkeiten stecken zu bleiben oder dich wirklich hier für dein Wort zu entscheiden, für deine Wahrheit, für dein Sein, dass du dich durchsetzt, dass du für dich aufstehst, für dich kämpfst und dich nicht mehr klein machen lässt. Das ist die Herausforderung im Februar. Und ich gehe jetzt mal in die Klärung für die ersten drei Karten. Einmal bitte auf die acht Kelche, die aktuelle Situation, so die Grundenergie, worum es geht. Hätte ich gerne einen Tipp. Okay, du bist auf dem Weg in die Leichtigkeit. Du wirst in die Leichtigkeit finden. Und da du schon, so wie ich es hier wahrnehme, wirklich reflektiert bist und auch immer wieder mal geschaut hast bei deinen Themen und dich auf den Weg gemacht hast, ist das gar nicht mehr so eine große Strecke, die du vor dir hast. Das ist jetzt so wie der Endspurt, dass du noch einen kurzen Schritt, noch so einen kleinen Schritt gehen darfst, um hier wirklich in die Leichtigkeit zu kommen. Also diese Phase ist nur kurzfristig. Dieser Zwiespalt in dir drin, diese Herausforderung, dich wirklich letzten Endes auf den Weg zu machen. Dann bitte einmal auf den Teufel. Okay, da haben wir die Fische. Die Fische stehen für Emotionen, die Fische stehen für Gefühle, aber ebenfalls auch für Finanzen. Und da guck mal, ob du da noch ein Thema hast, dass du selber noch an Emotionen festhältst, dass du dich vielleicht auch klein halten lässt, was es heißt, Emotionen zu zeigen, dass du dich emotional abhängig machst von anderen Menschen, aber auch finanziell. Stell dir hier die Frage und versuche es zu beleuchten, wo darfst du dich jetzt emotional und finanziell distanzieren, um auf eigenen Beinen zu stehen? Wo darfst du dich lösen? Bitte auf die zwei Stäbe. Einen Tipp, eine ergänzende Information auf die zwei Stäbe. Okay, da haben wir zwei Karten. Da haben wir diese Herzentscheidung und die Angst davor. Der Fuchs ist die Angst, diese Entscheidung für dich aus dem Herzen zu treffen. Wo du vielleicht selber auch immer mal wieder vor dir weggelaufen bist, vor deiner eigenen Wahrheit. Und das hatte ich ja auch eben gesagt. Versuch hier wirklich reinzufühlen, reinzuspüren, was möchtest du wirklich, was ist deine Herzensenergie, was kommt hier von dir, damit du wirklich in deinen eigenen Energiefluss kommst, damit du mit deinen eigenen Wellen mitlaufen kannst, dich mal treiben lassen kannst, dass du eine Harmonie und eine Balance in dir aufbaust. Und hier geht es darum, folge deiner Strategie, folge deinem Feingefühl, dieser feinen Nase, die du hast, um diese Entscheidung zu treffen und die Herausforderung aus dem Herzen auch wirklich anzugehen, dich hier zu lösen. Also hier ist die Herausforderung wirklich Hü oder Hott. Alte Strukturen beibehalten oder dich öffnen für wirklich dein Herz, für neue Erfahrungen, für Erfolg und Fülle. Worauf solltest du dich hier fokussieren? Dein Fokus darfst du tatsächlich legen. Entweder auf einen jüngeren Menschen, der dich hier inspiriert, der dich emotional inspiriert. Der Ritter der Kelche steht hier tatsächlich für, ja, einen Seelenpartner. Du denkst über Liebe nach. Hier darfst du aber auch deinen Fokus wirklich auf dein Herzensbusiness legen. Reite quasi los, in diesem Urvertrauen dich zu öffnen, dich für dein Herz zu öffnen, für diesen Seelenruf dich zu öffnen und dem Weg zu folgen. Das muss nicht immer eine Person sein. Das kannst auch wirklich du sein. Fokussier dich hier bitte auf dich oder ebenfalls auf eine Person, die dich inspiriert, die wirklich für dieses, für dieses Gefühl steht, wow, die oder derjenige geht aus dem Herzen los und daran orientiere dich. Eine ergänzende Information. Die Wolken. Das heißt, in Gedanken befasst du dich schon damit und da darf Klarheit einziehen. Das heißt, der Nebel darf sich auflösen. Illusionen dürfen sich auflösen, damit du klar
fühlen kannst. Das darfst du dir erlauben, weil bislang, wenn wir hier auf die Gefühlsebene schauen, scheint das schon immer so ein bisschen, naja, dass du dich hast unterbuttern lassen oder dich emotional abhängig gemacht hast. Und hier geht es darum, erlaub dir deine eigene Klarheit, schaffe dir klare Gedanken, damit du einen Durchblick hast, damit du einfach weißt, wo es hingehen darf. Wovon solltest du den Fokus lieber abwenden? Die 10 Schwerter. Das heißt, fokussiere dich doch nicht jetzt immer da drauf. Bitte, es ist eine Einladung auf all das, was du losgelassen hast, auf all die Schwere, die in deinem Leben war. Oder vielleicht auch noch auf diese letzte Phase, was vielleicht schwer in deinem Kopf ist, was hier ja auch unterstützend ist. Fokussiere dich hier wirklich auf deine Emotionen. Fokussiere dich auf Leichtigkeit, auf das, was neu kommen möchte. Und vor allen Dingen auf deine Seele und auf deine Herzensangelegenheiten. Und nicht auf das, was dich immer wieder runterzieht. Das ist ganz wichtig. Komm aus dieser Opferhaltung raus und aus dieser Stagnation, die dich wirklich selber am Boden festkettet, ja? Hier, vielleicht auch für den einen oder anderen, gab es eine Trennung. Ich kläre nochmal bitte einmal auf die 10 Schwerter. Sind die Blockaden, ja. Diese große Herausforderung, dich vielleicht von etwas gelöst zu haben, was dir nicht leicht fiel. Aber du hast dich gelöst. Und das war eine Riesenherausforderung. Deswegen sehe ich auch hier, dass es nur noch ein kurzer Weg ist, den du jetzt gehen darfst. Nur eine kurze Phase ist, wo dann wirklich wieder Erfolg einzieht. Und versuch hier bitte einen anderen Fokus zu wählen. Was ist das Ziel dahinter? Darauf kläre ich direkt. Bitte einmal auf die 5 Stäbe. Klärung und Tipp auf die 5 Stäbe. Was möchte hier kommen? Dein Ziel könnte zum einen sein, dass du dich durchsetzt, jetzt auf eigenen Beinen stehst, unabhängig wirst. Genau diese Herausforderung, unabhängig, selbstständig zu sein, dich abzukapseln, für dich aufzustehen, immer wieder zu sagen, ich gehe meinen Weg und ich positioniere mich jetzt hier richtig gut. Und diese Konflikte, ja, da stehe ich ein und ich spreche mein Wort und gleichzeitig erkenne ich meine Größe und meine Macht in mir. Da darf es hingehen und vielleicht auch für den einen oder anderen wirklich der Weg in deine Selbstständigkeit, noch erfolgreicher zu werden, wenn du schon selbstständig bist, um dich hier gut zu positionieren, vielleicht wirklich eine neue Marketingstrategie zu entwickeln. Und dass du einfach, ja, guckst, welche Lücke darfst du hier füllen? Was ist dein Mehrwert? Und auch für diejenigen, die sagen, Selbstständigkeit spielt für mich jetzt gerade keine Rolle im beruflichen Bereich, dann ist es die Selbstständigkeit, auf eigenen Beinen zu stehen und dir deines Selbsts bewusst zu werden, dein Selbstbewusstsein einfach noch größer werden zu lassen. Und als Tipp, wie du das schaffst, sind die Liebenden. Und das ist nochmal die krasse Bestätigung, hier in die Herzverbindung zu gehen. Dich vielleicht auch für eine Partnerschaft zu öffnen, für dein Herzensbusiness zu öffnen, dich für Liebe, für Selbstliebe, für alles, was mit dem Thema Liebe und Herz zu tun hat, das in dein Leben einzuladen. Eine Klärung bitte auf die Liebenden, einen Tipp, eine ergänzende Information, das, was jetzt wichtig ist zum Erfüllen, zum Ziel erreichen in Bezug auf die Liebenden. Was möchte ich hier als Info kommen? Da. Also, das kann, der Bär steht zum einen für Vaterthemen, vielleicht darf hier noch ein Vaterthema geheilt werden. Vielleicht darf hier aber auch nochmal die Liebe im Geschäftsbereich entstehen, nochmal eine gute Kommunikation in Bezug auf Chef stattfinden, zu sehen, dass er auch für dich nur das Beste möchte. Gespräche dürfen hier stattfinden, deine Positionierung darf stattfinden, für Vertragsverhandlungen beispielsweise. Wenn du da einen Gegenüber hast, einen Chef, diesen übergeordnete Person, darfst du hier lernen, tatsächlich in Liebe zu kommunizieren, aus dem Herzen deinen Wert zu kommunizieren. Privat heißt das hier,
Lass diese Liebe noch größer werden. Werd dir bewusst, wie liebevoll du bist, wie, was für ein Riesenherz du hast und wie viel Kraft du bekommst, wenn du hier wirklich den Herzensweg gehst. Natürlich auch mit dem Kopf, nimm den Kopf immer mit, der ist natürlich auch wichtig, ne? Die Strategie, was wir hier hatten. Du brauchst eine Strategie, du brauchst einen Plan, du brauchst ein Ziel und darfst einen Fokus haben. Und brauchst auch eine Cleverness. Aber ganz wichtig, die Grundenergie ist aus dem Herzen und wir haben hier die Lilien. Die Lilien stehen tatsächlich im Liebesbereich für Harmonie, Sexualität, für Leidenschaft. Es ist aber auch die Leidenschaft beruflich, die Leidenschaft aber auch privat für dich. Die Leidenschaft und Harmonie in dein Leben wieder einzuladen, in deinen Rhythmus zu kommen, was wir eben hier hatten. Raus aus diesem Mangeldenken, aus diesem Ich kann nicht mehr, dieses Niedergeschlagensein. Da darfst du jetzt wirklich einen Weg finden, da rauszukommen. Und das ist der Tipp der geistigen Welt, wenn du dich hier auf die Liebe, auf die Liebenden konzentrierst. Gerne auch, wenn du in einer Partnerschaft bist. Nimm deine Partnerschaft als Quelle, als wirklich als Kraftquelle, als Ort, wo du auftanken kannst für dein Leben. Lass es groß werden. Aber vor allen Dingen lass die Liebe zu dir hier groß werden, weil das sehe ich ja hier, das ist ja diese Herausforderung, die du hast, das in dir zu entdecken, dich zu lösen von emotionalen Abhängigkeiten, von Fremdbestimmung und so weiter. Genau, und ich schaue jetzt direkt im Anschluss rein in die tiefer liegenden Botschaften in Bezug auf Liebe, Beruf und Finanzen. Und du darfst gerne unten auf den Link klicken und dann freue ich mich, wenn du gleich mit dabei bist.